Die seit 1980 in Barcelona lebende deutsche Choreografin und Tänzerin Sabine Dahrendorf präsentierte im September ihre außergewöhnliche Tanzperformance »Das Geheimnis der Medusen« im Mies van der Rohe Pavillon in Barcelona. Da ist so ein Bild oder so eine Sache, die hängt damit zusammen, wie man Dinge wiederfindet oder aufspürt. Oder in Spanien sagt man in Spanisch reiniciar, ne, also neu anfängt. Und da kam uns per Zufall, irgendwie hatten wir einen Dokumentarfilm gesehen und auch darüber gelesen, die Medusas, das sind ja eigentlich Quallen, ne? Und da gibt es einige spezielle Arten, die, wenn sie alt werden, die sterben die aus, die entwickeln sich wieder in ihren embryonalen Zustand zurück. Also sie sind unsterblich. Das ist dann immer so ein Zyklus, der nie aufhört. Ne? Und das ist eigentlich irgendwie so, hat mit dieser Struktur und auch mit diesem choreografischen Aufspüren von choreografischen Strategien auch zu tun. Der Titel ist eigentlich so ein Wunschdenken, was man eigentlich hat, ne? So als Person, als Mensch oder was, dass Dinge eigentlich immer wieder entstehen können. Es hat auch mit Sterblichkeit und Unsterblichkeit zu tun und hat auch damit zu tun über die eigene Reflexion über künstlerische Werke, ne? Und künstlerische Werke, die man selbst miterlebt hat, die man gesehen hat, die ein Erlebnis für einen waren. Und zum Beispiel ist zum einen, was ich gesagt habe, dieser Zyklus, ne? Also dieses Wiederentstehen, Wiedersuchen und neu entdecken für einen. Ne? Und das hat irgendwie so indirekt mit diesem immer wieder neu entstehen, ne? Und mit, wie sagt man, Wiedererleben auch zu tun. Ne? Und daher sagen wir mal so dieser Titel, ne? El Secreto, das Geheimnis der Medusen oder Medusas, dass Dinge, dass die fähig sind, dass die unsterblich sind. Ne? Also es ist wie eine Art Deseo auch, dass die Dinge, ich meine, Kunstwerke sind da, ne? Die leben ja auch weiter, aber leben nur weiter in unserer Erinnerung.